Servus Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft Ultra Hardcore Season mit dem Tim und mir. Ja, hallo. Wie geht's? Ja, Tim hat beim letzten Mal tatsächlich Diamanten gefunden, 5 Stück, und das heißt, wir können jetzt dann verzaubern. Richtig fett. Das finde ich cool. Warte, stimmt, ich habe Lapis auch schon da auf der anderen Seite gefunden. Komm bitte hoch, ich will jetzt sofort verzaubern. Ich hab 16 Lapis an sich. Ja, dann komm hoch, Junge, komm sofort hoch. Sofort verzaubern können wir so, nee, brauchst du gar nicht, ich brauche gar nicht hochrennen. Weißt du warum? Wir brauchen ja Obsidian. Ja, aber wir haben ja 5 Diamanten, deswegen sage ich ja. Ich weiß ja, wo Obsidian ist. Ja, und? Du hast was verplant. Die brauchen Obsidian und meine Auf meiner Seite, wo ich war, da ist Obsidian. Jede Menge. Ach so. Okay, warte, komm hoch, ich nehme noch das Eisen hier schnell mit. Warte, ich habe hier die Werkbank gleich mit, dann machen wir das schnell. Ich will das so schnell wie möglich jetzt haben, da fühle ich mich sicher. Glaub ich dir, ich fühle mich dann auch sicher. Wo ist er? Da ist er. Komm, bitte, bleib nicht stehen. Ey, das ist wichtig, die Mission. Let's go, hoch da. Bist du denn? Machst du da? Ja, ich will das Wasser hier nur wegmachen, deswegen. Ja, da ist der Aufgang, also bitte, der Ausgang, nicht Aufgang. Der Aufgang. Das ist der Sonnenaufgang. Mann, ich leck hier in dieses scheiß Wasser rum. Ja, auf einmal stirbst du durch den Bug, weißt du? Auf einmal packst du rein und erstickst so wie bei Kies, weißt du? Das wäre schon lame. Aber erinnert mich bitte daran, dass wir beim nächsten Mal 2-3 Leute mehr mitnehmen, weil das heißt, wir könnten uns sogar in Teams aufteilen und, ganz lustig, wenn einer stirbt, ist es nicht schlimm. Stimmt, wenn einer stirbt, dann geht's dann auch weiter, ne? Nee, wenn bei uns jetzt einer stirbt, dann ist es sofort vorbei, weil wenn nur noch einer lebt, dann ist verloren. Es müssen mindestens 2 überleben. Und wenn wir nur zu zweit sind, darf von uns keiner sterben. Wenn wir zu viert sind, dürfen gleich insgesamt 2 sterben. Dann dürften 2 sterben. Obwohl, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das dann gut ist, wenn 2 sterben. Weil zu viert lässt sich ein Enderdrache leichter killen als zu zweit. Wundert euch bitte nicht, ich habe schon seit längerer Zeit einen Schnupfen, das hat man wahrscheinlich in den letzten Folgen auch gemerkt. Ich hasse es krankheitsbedingt zu bossieren. Ich hau den Eisen jetzt mal rein. Ja, dann bitte. Gib die Tiers her. So, ja. Warte. Hier. Ja, dann mache ich mir jetzt sofort kurz eine Tierpicke und wir haben... LOL! So, was ist, wenn ich mir jetzt aus Versehen eine Tierschaufel mache? Dann verprüge ich dich. Komm zu dir nach Hause. LOL. Verprüge dich. Warte. Ich bin froh, da wäre jetzt dabei gewesen. Das ich sehe schon kommen. Er will unsere Diamantenvorräte zunichte machen. Ich merke schon. Habt ihr das Gefühl? Es wird leider nicht viele Vorräte geben. Ich glaube nicht, dass wir so viele Dias finden, dass Lass mal Erfolg bekommen auf der Switch. Diamanten für dich. Erfolg. Toll. Ich bin so cool. Junge, die Eisenhelm passt doch richtig zu meinem blauen Helm. Oh ja, yeah, Mann. Ich bin richtig erklärt, komm mal. Blauer Helm. Ja. Boy, sag nicht, du hast den Dierhelm gemacht irgendwie. Warum soll ich mit dem Dierhelm an, ne? Weil du sagtest blauer Helm. Weil mein Skin einen blauen Helm trägt und das ja ein Karma-Helm ist. Ach so, ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, sie schaut dir die Ohren. Ja, und der Eisenhelm verdeckt dir fast alles blaue und das LOL. Passt so easy rüber. Was denn passiert? Ich sehe es gerade rechts unten. Bitte. Unter dem Lapis, wo ich gerade abbaue, ist es ein Golderz. Ah, unter dem Obsidian, was ich gerade abbaue. Ernsthaft? Ja, das ist ein Golderz. Das könnte der erste Goldapfel sein. Cool. Nee, kann ja gar nicht sein. Wir brauchen insgesamt 8 Stücken Gold. Ja, aber vielleicht ist es nach der Erz. Achso, der kann sein. Ja, stimmt, der kann sein. Ah, nee, glaube ich nicht. Nach der Erz ist nicht voll Gold. Es gibt nur bei Eisen und Kohle. Kohle gibt es selbst 32. Oh! Das ist nach der Erz. Ernsthaft? Ich glaube schon. Also ich habe das gerade, wenn ich da gerade richtig sehe, dann müsste das ein 8er Erz sein. Aber jetzt muss ich erstmal die Lava da wegbringen. Das war jetzt knapp. Ich muss mein Inventar erstmal aufräumen. Brauchen wir noch Wolle? Eigentlich nicht, ne? Scheiße. So. Markus, brauchen wir noch Wolle eigentlich?
Nicht, dass ich wüsste. Wollen wir denn hier bleiben ab sofort für immer oder? Scheiße. Wollen wir einfach weiterziehen? Scheiße. Ist nicht. Es sind nur 7 Stück. Frage, wollen wir denn später hier weg, wieder abhauen und irgendwo anders uns da mal umgucken? Vielleicht finden wir noch eine bessere Stelle, wo wir später wohnen könnten an sich. Ich weiß es nicht. Das können wir nachher noch entscheiden. Ich würde jetzt erstmal gerne in der Höhle bleiben und uns erstmal ein bisschen verzaubern und dann können wir von mir aus weiterziehen. Jo, ich mache erstmal fucking ein paar wieder. Weil Fakt ist, ich habe die eine Ding noch gar nicht erkundet und ich würde das gerne noch ein bisschen... Aber ich merke leider gerade, Leute, ich habe kein Holz. Also heißt ich gehe schnell raus und hole Holz. Okay. So, ich habe gerade überprüft, wir haben noch genug Speicherplatz. Das passt. Gerade eben habe ich gedacht, das Hühnchen wäre ein Creeper, weil das so komisch mein Rad. Alles ist böse. Warte mal, ist. Ja, da ist nichts drin. Ich wollte mir gerade ein Dierschwert aus Versehen machen, das wäre es jetzt gewesen. Auch dann hätte ich geschrien. Ich hätte gerade fast aufs Dierschwert wirklich raufgetippt. So ein Buch. Wieso getippt? Ja, weil ich mir dachte, geil, Dierschwert haben, warum nicht? So, Zaubertisch, ich habe ihn. Komm runter, mein Sohn. Guck mal. Dass wir uns verzaubern können. Ja, guck mal, ich muss ja auch ein bisschen Holz holen, warte. Sonst habe ich kein Holz. Hast du ein bisschen Zuckerrohr mitgenommen? Ja, ha? Vielleicht geht es sich im Bücherregal aus. Und wenn nicht, dann könnte man theoretisch noch Bücher verzaubern. Ja, ich müsste nur ein bisschen Holz holen und ein bisschen Fleisch wieder ranholen. Ja, wir haben, glaube ich, genug. Also Kompetenz schleunigst nee, runter. Holz habe ich gar nichts mehr. Überhaupt null. Ich hab 18 Fichten. Und Fleisch, Fichte, Entschuldigung. Auch nicht und Fleisch auch nichts mehr. Ja, aber ich habe 18 Fichten. Fichte, Entschuldigung. Ja, Fichte ist mir egal. Ich brauche Essen. Entschuldigung. Wofür Entschuldigung, wenn ich sage, ich habe Hunger? Entschuldigung, ich habe Hunger. Jetzt jedes Mal, wenn wir einen Satz beenden, immer Entschuldigung sagen. Hä, was ist? Okay. Und mit Sonderleute muss ich aufnehmen. Leute, ihr merkt schon, ne? Gut, bei mir gab es im Hintergrund gerade Besuch, nicht wundern, hat keiner gemerkt. Ficht, Entschuldigung, ja. Jedes Mal, wenn wir einen Satz beenden, jetzt wie gesagt, Entschuldigung sagen, Entschuldigung. Ah ja. Mach's jetzt bitte schnell, sonst habe ich nichts zu tun. Komm bitte zurück. Und da muss ich aggressiv werden, Entschuldigung. Ne, du machst das jetzt auch jedes Mal Entschuldigung sagen, okay? Entschuldigung. Hallo, Entschuldigung. Wo bist du überhaupt hin? Entschuldigung. Ich stelle mir so vor. Entschuldigung. Entschuldigung sagen. Ich glaub, du hast gerade am Schluss Entschuldigung vergessen, Entschuldigung. Oh Mann, ich sehe schon. Wo bist du hingelaufen? Entschuldigung. Ah, da ist er. Entschuldigung. Ja. Hier ist noch Eisen. Ich glaube, du hast am Schluss wieder ein Wort vergessen. Entschuldigung. Ich habe keinen Bock, Entschuldigung zu sagen. Ey, komm, du Langweiler. Komm, mach das mit. Mach mit. Langweiler. Ich hab halt. Weil du mich ablenkst mit deinem Scheiß, Entschuldigung. Ein ganzes Herz Schaden bekommen, na toll. Ja, Entschuldigung. Kommst du jetzt bitte zum Bau zurück? Entschuldigung. Oh. Hallo, sonst will ich dich boxen, jetzt wirklich. Es wird Nacht, Junge. Entschuldigung. Jetzt hab ich's wieder vergessen, Entschuldigung. Aber gut, dann lasse ich ihn heraus. Ne? Entschuldigung. Das ist so geisteskrank. Bin so lost. 6 Herzen. 6,5 Herzen. Jetzt hat er mittlerweile weniger als ich. Ich genieße es. Warte, kriege ich ein Hühnchen raus? Ah, schade. Kommst du jetzt bitte rein? Es wird Nacht. Und bau zu, Kinder, Junge! Hab ich ein Herz. Hab ich doch schon. Hey, was machst du denn dazu? Ja, sicher, doppelt sicher. Ach so, jetzt doppelt sicher haben. Okay. Das muss sein. Gib bitte ein bisschen Lapis her, danke. Entschuldigung. Es ist so geisteskrank. Erstmal Brustplatte.
Gut, lassen wir es bleiben mit dem Entschuldigung. So, ich hab insgesamt 10 Level. Stimmt, Brustplatte wäre echt wichtig. Schutz. Schutz. Ich nehm Schuss sicher. Wegen Skeletten. Auf eine Brustplatte. Ja, sicher. Ich finde das tatsächlich ein bisschen. Ich finde das gefährlicher, tatsächlich, die Skelette. Aber ich habe keine Schutz hier. Ich habe nur Schutz. Meine, wir hätten Schutz. Ja, ich mache mir auf die Hose Schutz, auf die Platte Schuss sicher. Auf die Schuhe auch Schutz. Und bitte jetzt noch Helm. Sei gutmütig mit mir. Jetzt will ich rollen. Ach, doch. Dachte schon. Ja, Schuss sicher. Perfekt. Also mal leichte Verzauberungen. Boah, wenn ich jetzt auf den Schuhen noch Schutz auf. Nee, Schuss sicher, ich krieg auf Schuhe. Alles klar. Schade, dass ich keine Federfall bekomme auf Schuhe. Das wäre echt krass, weil da hättest du wahrscheinlich jetzt nur ein halbes verloren. So, noch mal 8 Eisen hier rinklappeln. Ich mache auf die Dierpicke Haltbarkeit drauf. Ich habe für dich einen Apfel. Ja, ich habe eh zwar. Gut, nein, nimm du dann den Apfel. Naja, ich habe halt nur 7 Gold gerade. Es wird sich fast ausgehen. Leider nur fast. Weißt du, früher war der Modus übrigens viel lustiger, weil ich kann mich erinnern, bei einer früheren Version, also ganz früh, ich glaube, das war 1.4 oder so, da konntest du, glaube ich, erst ab, da konntest du mit Goldklumpen Goldäpfel machen und damals musstest du sie aufwerten und damals beim Hardcore-Modus brauchtest du aber Goldbarren, damit es schwieriger ist. Mittlerweile sind sie immer Goldbarren. Gut, ich erkunde jetzt nochmal diese eine Höhle. Markus, du hast eine Frage. Wie ist denn der mit, der Dreck. Bögen. Achso, ja, entweder Skelette killen und hoffen, dass einer rauskommt, beziehungsweise Spinnen killen. Spinnen. Ich bin für Spinnen. Skelette ist unmöglich. Nee, Skelette ist schon möglich, aber halt nur mit viel Damage. Da oben ist Gold. Ich hab fast einen Stack Eisen voll im Inventar. Ja, ich bin gerade noch am Suchen ein bisschen. Okay, da oben ist gar keine Höhle, das ist gut. Doch, tatsächlich. Ich brate mir Essen erstmal. 5 Chicken wieder drin geknallt. Ja, hier ist Eisen, Gold, Kohle, Lapis, aber keine Dias. Also fassen wir es zusammen, unser aktuelles Ziel sind halt mittlerweile auch nicht mehr Eisen oder sowas, sondern tatsächlich geht es jetzt nur noch um Dias. Und um Gold. Ich seh schon, komm. Wir werden vom Spiel verarscht, weil wir nur noch nach Dias jetzt suchen. Naja, ich würde halt schon. Naja, ich würde tatsächlich nicht auf Dias, sondern mehr auf Gold. Oh ne! 2 Skelette! Super! Du wärst jetzt gestorben, weil ich war da ist ein Golderz, halt. Ich will das Golderz haben. Jetzt ist die Frage: Golderz oder Leben? Ich dachte jetzt gerade wirklich, du wärst gestorben. Gerade eben habe ich das für dich gerade noch gedacht. Es dauert nicht mehr lange. Nimm das hier einfach. Geil! Schärfe und Verbrennung! Das ist Verbrennung? Als ob du hast Verbrennung? Verbrennung? Auf dem Eisenschwert. Nice. Schärfe 1 und Verbrennung. Markus, soll ich dich immer schlagen? Wenn du das tust, ganz ehrlich, dann jag ich dich. Aus Versehen geschlagen, so Digga. Ich hätte mir so vor ausgewählt. Aus Versehen geschlagen. Dann komme ich zu dir nach Deutschland und hol dich zu mir nach Hause. Okay. Und da verprügel ich dich dann nochmal. Cool. Bitte sag, dass ich keine Skelette, da ist ein Golderz wieder. Ich glaube, 2-3 Goldäpfel habe ich fast. Ich glaube, das ist Kies, oder? Nicht, dass ich erstick. Ja, es ist Kies, aber ist keine Bedrohung. Gut. Sieht derzeit echt krass aus.
Aber ich hoffe dennoch, dass jetzt nichts irgendwie Unerwartetes passiert. Tim, du weißt ja, wir sind so solche Künstler. Was? Wir sind ja extreme Künstler bei solchen Modis. Ja, ich weiß. Wir sind professionelle Minecraft-Spieler, wie man sie kennt. Wir sind besser als... Ach, Gomme. Alter, gleich mit so einem Großen kommt er um die Ecke. Wir sind auf jeden Fall besser als Mark, das ist auf jeden Fall schon mal klar. Ja, moin, das ist ja nicht schwer. By the way, ich weiß bis heute noch immer nicht, was er gegen mich hat. Und ich glaube, ich werde es auch nicht mehr in Erfahrung bringen. Nicht mehr in diesem Leben. So wie gegen mich hat er jetzt irgendwas auch zur Zeit. Ja, weil du mit mir rumhängst. By the way, also ich erzähle die Geschichte jetzt nochmal. Also es geht doch so um den Typen von der Wii U, der mich immer verteidigt hat, mir immer in den Arsch gekrochen ist, sage ich jetzt mal so, weil ich halt der Ältere war von uns immer oder generell in unserer Gruppe. Und aus irgendeinem Grund hat er von einem auf den anderen Tag einen Geistesblitz gehabt und auf einmal war ich vom krassesten der Typen... Der größte Hurensohn. Der größte Hurensohn, ja. Das muss man in der Härte so sagen. Das muss man in der Härte so sagen, sorry. Ich würde ein Golderz noch brauchen. Der größte Hurensohn, den es gibt. Ja, so. Ja, aber woher kam dieser Sinneswandel? Ich weiß es bis heute nicht. Ich auch nicht. Ja, ich hab mir auch mal Skelett. Gefragt. Ich musste hoch! Ich trau mich an das Skelett noch gar nicht ran. Einfach. Weil geh ich weg weiß, vom Skelett, bist du irre? Das ist gestörter Typ. Da hinten sind schon 4 Skelette oder so, die ich jetzt habe. Ich hoffe, die sind jetzt nicht irgendwie da rumgekommen. Weil ansonsten habe ich jetzt gleich Pfeile bei mir. In der Schulter. Das wäre halt echt nicht praktisch gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht übertreiben, Markus. So, ich bin jetzt in der Nähe der Lava wieder. Also jetzt bin ich wieder sehr angespannt und sehr vorsichtig. Achso, du bist auch wieder unten. Ja, bei den Diamanten bin ich jetzt wieder. Ja, ich glaube, ich werde jetzt wieder Eisenrüstung machen und das ein bisschen aufwerten. Also Schutz 2 oder sowas. Haben wir schon Amboss? Nee. Schade. So schnell auch nicht. Naja, wir aber ich kann machen, weil ich hab hier schon wieder eine Achterquelle, also wir können schon langsam uns vorbereiten auf den Amboss und alles. Ja, ich hätte jetzt, wenn ich das umbrate, hätte ich auf jeden Fall auch einen. Das gibt es nicht, dass bis jetzt aber noch nichts passiert ist. Hast du komplette Kohle mitgenommen, oder was? Nein, ich habe gar keine Kohle gerade dabei. Scheiße, wir haben gar keine Kohle. Okay, rückwärts gegangen. Da musst du. Ja, ich habe genug Kohle in der Höhle, die hole ich kurz. Ah, hab Lapis gefunden. Hab Lapis gefunden, ja moin. Ja, ich habe vorher auch schon Lapis wieder, ich habe 21 Stück mittlerweile gesamt. Also weißt du was halt wirklich. Wir müssen sowieso mit den Nether, fällt mir gerade ein. Weil wir hatten eigentlich schon mal privat ausgemacht, dass wir nicht in den Nether gehen werden, weil das bringt eh nichts. Das Problem ist, wir müssen in den Nether. Wieso, hä? Unser Ziel ist der Enderdrache und du brauchst Enderaugen für das Portal. Wie machst du Enderaugen? Ach, stimmt. Wir müssen uns sowieso irgendwann mal mit Lohn anlegen, leider. Ach, krack. Früher oder später kommen wir an dem gar nicht vorbei. Es ist leider oh, die Fee. Es ist leider ohne den Nether. So wie es ist, die ficken uns doch, Alter. Nee. Aber ich würde sagen, dieses richtige Base aufbauen, das lassen wir sowieso bleiben. Vielleicht bauen wir hier ja, Häuser brauchen wir eh nicht bauen. Nach den Enderdrachen können wir noch ein bisschen weitermachen, können wir Häuser bauen. Nee, da ist die Season beendet. Oh mein Gott, ich wäre fast im Gravel erschlagen worden. Wie viel Herz? Gar nicht zum Glück. Ich hätte mir aber fast ich wurde fast erschlagen vom Gravel. Mach bitte keinen dummen Move, ich will nicht die Todesmeldung haben. Nee, ich erst recht nicht. Ey, wir sind erst in Folge 4. Wir sind erst in Folge 4. Mhm. Oh,
meine Güte. Marco, kannst du mal den Leuten sagen, was passiert wäre, wenn wir in der allerersten Folge nach, keine Ahnung, vielleicht 10 Minuten gestorben wären? Ich habe Gold gefunden. Ja, stimmt. Sollte es passieren, dass wir in der ersten Folge sterben, das heißt, ihr braucht euch keine Sorgen machen mal, dann wird die Season gar nicht veröffentlicht. Außer es ist so viel geiles Zeugs passiert, dass wir es veröffentlichen müssen. Dann ist es ein Ausnahmefall, aber ansonsten werdet ihr solche Seasons nicht sehen. Gut, ich muss erstmal hier absperren wieder. Ich meine, das wäre jetzt schon krank. Erstmal muss ich das Gold erstmal safen. Stell dir das mal vor. Ja, also das wäre passiert, wäre jetzt einer von uns in den ersten, genau, in den ersten 20 Minuten hier gestorben. Wie viel Herzen hast du? Warte. 6,5. Ich hab Gold, Okay, das heißt, du hast ein halbes weniger als ich. 8 Gold von. Passt, das bringt dann bitte 8 hoch. Gold. Ich würde nämlich sagen, der erste Goldapfel, der geht an dich. Wieso? Weil du gerade ein paar größere Probleme hast. Wieso, hä? Kannst du nehmen, wenn du willst. Was? Kannst du ja du nehmen, wenn du willst. Nee. Ich hätte sonst zwar 9 Herzen wieder, aber ich weiß noch nicht, was mit dir dann ist. Gut, Amboss habe ich. Ich hoffe, du hast jetzt keinen gecraftet, weil sonst schrei ich. Nein. Gut. So, das heißt, ich rüste jetzt erstmal meine Brustplatte auf. Ich will jetzt kein Werbung machen dafür, aber ich muss zugeben, ich kann ja mal in den Kommentaren schreiben, wer kennt alles The Walking Dead? The Walking Dead ist so eine geile Serie. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass jeder, der normal denkt, Walking Dead schon einmal gehört hat. Die Frage war unnötig. Nee, es gibt Leute, die das nicht kennen. Beispielsweise einer meiner Kumpels, die kennt das Spiel. Also ich schaue mir die Serie nicht an, weil sie mich nicht interessiert, aber kennen tue ich sie alle mal. Die muss jeder kennen. Die muss man wirklich kennen. Komm nicht mit diesen Müssen. Das ist schon. Also, es gibt vieles. Es gibt wirklich Leute, die das Ding nicht kennen. Und ich rede jetzt nicht von Leuten, die jünger als 6 Jahre sind. Ja, nee. Ist ja okay. Verstehe ich ja. Das hat man nicht jeder interessiert und nicht jeder muss es auch kennen und auch nee, nicht jeder muss es wissen, wie ich mein, das generell, läuft. Also, das hat mir damals auch ein Klassenkollege gesagt. Niemals sagen, du musst das kennen, weil. Ich finde, das ist Müll, der Satz, wenn du sagst, du musst das kennen. Ja, okay. Ich will einfach fragen, ihr könnt ja in den Kommentaren mal schreiben, einfach dazu, ob ihr es kennt, wenn ja, ob es euch gefällt oder nicht. Ich finde, es ist eine der geilsten Serien, die das Fernsehen noch bieten kann uns. Nach RTL 2 und alles abgezogen hat mit ihren ganzen Müll-Sendungen. Tut leid, RTL, aber so ist es leider. Ihr mit euren Hilf mir Serie. Warte, und, ich lauf noch mal kurz hoch, weil ich sehe es gerade. Wir haben schon genug Zeit wieder, das heißt, wir würden die Folge wieder beenden, okay? Okay. Nee, ich meine einfach nur, ich finde einfach RTL an sich macht gute Serien. Kannst du es lassen, das können wir beim nächsten Mal kannst du es auch noch erzählen, okay? Achso, okay, hast du. Obwohl, nee, dahinter richtig dran. Warte, ich lauf noch kurz ein Stück runter, dass man mich schön sieht. Hallo. Da richtig dran. Gut, Leute, das war. Lol. Das war's mit. Jetzt lass mich ausreden! Das war's mit. Ich hab einen Creeper hier. Ach du Scheiße, Digga. Lass mich ausreden. Verdammt. Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.